dir gleich ein Zeichen, gell? Alles klar. So, jetzt machen wir einen Walkaround, jetzt geht's los. Gut, jetzt werden wir zuerst mal die Hydraulik-Clearance geben. Das heißt, dass die Hydrauliksysteme eingeschaltet werden können. Keiner steht an den Klappen und wird verletzt, sodass die Co-Pilotin jetzt einschalten kann. Jawohl, Sie haben es gesehen, jetzt werden die Hydrauliksysteme druckbeauschlagt, sodass man auf eventuelle Leckagen prüfen kann. Hier sind die Staudruckabnehmer, Engel auch für Tech-Sensor nennt sich das, wo man sehen kann, ob man das Flugzeug zu stark angestellt hat gegen den Luftstrom. Hier wollen wir jetzt natürlich mal schauen, ob das Fahrwerk überall auch unbeschädigt ist. Die Reifen sind eine wichtige Sache, dass hier keine Schnitte drin sind, dass die Lauffläche unbeschädigt ist, ausreichend Profil drauf, sieht gut aus. Antennen alle unbeschädigt und funktionsfähig. Jawohl, die Klappen fahren ein, die Hydraulik ist drauf. Jetzt schauen wir uns die sogenannten Fanblades an. Ist da eine Beschädigung sichtbar? Nein, alles gut. Hier auch sogenannte Nose Dome des Triebwerks auch unbeschädigt. Es sind keinerlei Lachen, Öllachen hier zu sehen, also auch alles dicht. Schauen wir uns jetzt natürlich das Hauptfahrwerk nach den gleichen Kriterien an, die Bremsen, die kleinen Stifte hier. Ist noch ganz viel Bremsbelag drauf, sind sehr neue Bremsen. Aber hier das Gestänge ist auch okay, es ist kein sogenannter Safety Pin drin, dass das Fahrwerk nicht einfahren kann. Das wird manchmal bei Wartungsereignissen eingesteckt und dann könnte man nachher das Fahrwerk nicht mehr einfahren. Auch hier die Laufflächen, alles in Ordnung. Schauen wir uns an, ob die Vorflügel und die hinteren Flaps in Ordnung sind, eingefahren sind. Druck ist ja drauf, wie wir vorhin gesehen haben. Hier ist, wenn man Fuel ablassen muss, da kommt es hier aus diesem Rohr raus, darf natürlich auch nicht beschädigt sein oder verstopft. Das sind die Lichter, Navigationslichter, die müssen funktionieren. Heute haben wir Nachtflug, muss es natürlich auch funktionsfähig sein. Dann haben wir diese ganzen kleinen Stifte, die rausstechen. Falls wir einen Blitzschlag fangen sollten, sind das sogenannte Discharger, damit nichts passiert. Hier überprüfen wir auf Beschädigung. Hier ist nochmal eine Antenne, ist auch unbeschädigt. Hier ist der Auslass von der Hilfsturbine, die ist noch nicht an. Auch da ist alles in Ordnung. Und hier natürlich der Auslass des Triebwerks Nummer 2. Auch hier überprüft, ob irgendwelche Beschädigungen zu erkennen sind. Schauen wir nochmal von hinten, ob alle Räder auch ungefähr richtigen Druck haben, nicht platt sind. Auch das passt. So, die linke Seite ist auch nicht viel anders und auch hier überprüfen wir die, genau die gleichen Stellen. Kommen wir nochmal in den Triebwerkseinlass, im hinteren Triebwerk. Auch hier ist keinerlei Beschädigung zu sehen, kein Vogelschlag. Reste von einem Vogel, wenn ein Vogelschlag wäre, können wir unter Umständen erkennen. Und in der Eindämmung ist auch nicht vorhanden. Auch hier wieder, da wäre ein Metallschutzsplitt eingesetzt für Maintenance-Arbeiten, damit das Fahrwerk da nicht einfahren kann. Es ist natürlich wichtig, dass es jetzt entfernt ist. Sonst erlebt man nach dem Start und beim Einfahren des Fahrwerks eine unangenehme Überraschung. Es bleibt nämlich draußen. Auch hier wieder die Lichter. Auf der linken Seite rot, auf der rechten Seite grün. Hier könnte, wenn Vogelschlag bei der Landung gewesen ist, natürlich auch irgendwo Rest eines Vogels sein, inklusive Delle. Und das wäre dann natürlich erst zu reparieren, bevor wir fliegen. Triebwerksauslass. Aber von hinten die sogenannten Fanblades sehen. Sollten wir da eine Vereisung haben, könnten wir es von hier ganz gut erkennen. Müssen wir den Eisansatz erstmal wegmachen, bevor man dann die Triebwerke einlassen darf.
auch hier keine Leckagen, sonst wäre hier unten natürlich irgendwo was zu erkennen. Der vordere Teil, Nose Dome, alles unbeschädigt. Und auch hier sind wieder die Fanblades, die keine Beschädigung aufweisen. In dieses Zeichen soll Vögel abhalten. Es gab Untersuchungen, dass dieses Zeichen doch dafür sorgt, dass weniger Vögel ins Triebwerk einfliegen. Auch hier der sogenannte NLF-Attack-Sensor. Heißt, sollte das Flugzeug Strömungsabriss bekommen, würde dieses Teil dafür sorgen, dass er frühzeitig gewarnt wird. Hier vorne wieder hier die Druckabnehmer, Staudruckabnehmer. Wenn der Kabinendruck nachher aufgebaut wird, gehen diese beiden Klappen auf und hier strömt dann Luft ein, um der Klimaanlage zusätzliche Luft zu verschaffen. Und hier ist die Belüftung des sogenannten Electronic Compartments. Hier kann der Luft wieder ausströmen. Hier genauso. So, Flugzeug sieht gut aus, alles in Ordnung. Es kann jetzt losgehen. Takeoff. Rotate.